Verehrte Besucher des Christkindlmarktes in Pressach, ich heiße Sie zu unserem Jubiläums-Christkindlmarkt, den 20. recht herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Stadt Pressach, ein herzliches Willkommen zum 20. Christkindlmarkt hier in unserer schönen Stadt. Ihnen allen ein Dankeschön fürs Kommen. Dem Markt und dem Land wünsche ich natürlich ein gutes Gelingen und geschäftlichen Erfolg. Vielen Dank. Der Duft von Gewürzen zieht nun durchs Haus und überall sieht es weihnachtlich aus. Das erste Licht wird angebrannt. Es ist Advent, man wartet gespannt. Besinnlichkeit und Ruhe ziehen ein. Die Kinder bemühen sich, artig zu sein. So soll es sein, so war es schon immer. Ein Hauch von Weihnacht ist im Zimmer. Darum wünsche ich jedem, seid bereit für eine friedvolle, stille Weihnachtszeit. Von einem bis zum anderen Ende erstrecken sich die Buden und Stände. Zum 20. Male findet es statt, unser größerer Christkindlesmarkt. Ihr Herren und Frauen, ihr Kinder dieser Stadt, willkommen hier bei unserem Weihnachtsmarkt. An jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt, hört alle zu, was euch das Christkind sagt. Am Ende des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen und anderen schenken mag. Doch leuchtet der Markt im Licht weit und breit, Schmuck
Kugeln und selige Weihnachtszeit. Dann vergesst nicht, ihr Herren und Frauen, und bedenkt, wer alles schon hat, der braucht nichts geschenkt. Die Kinder der Welt und die armen Leute, die wissen am besten, was Schenken bedeutet. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, seid es heute wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinen Magde ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein. Thank you.